Und herzlich willkommen, Kapitän. Der Kapitän bei Welt am Vorschiff. Wir haben erste Runde Siegfried gespielt. Erste Runde Schlachtschiff haben wir leider verloren, weil die gefallenen GTDs haben besser gespielt und wir spielen natürlich weiter Siegfried. Und natürlich für Siegfried braucht man mega Erfahrung und natürlich auch einen kompletten Forschungsbaum zurücksetzen. Haben wir gesehen, letzte Folge Siegfried sehr präzise und ich habe ein bisschen mit den Skills ein bisschen gequatscht und so genau brauche ich das Schiff nicht. Dann nehme ich die lieber ein bisschen Ladezeit. Komplette Team 9 Matchup. Okay, das ist mal was Neues. DDs, wir haben Jütland. Russen DDs. Benem haben wir. Eigentlich sind wir besser aufgestellt. Zweier Musashi. Nee, Missionarsicht. Ich dachte schon zweimal Musashi. Hä? Das war ein bisschen makaber. Azuma. Boah, Azuma ist ein Sniper-Schiff. Igir. Ja, ganz okay. Azuma ist so auch so Damage-Spielarte. Lepanto. Ja, nett und schön. Also im Grunde haben wir etwas besseres. Ach du Scheiße, diese Modus. Oh. Battleship Warspite. Ich mag diesen Modus überhaupt nicht. Warum Tränewüste? Warum diese Müllkarte? Oh, ich mag die Tränewüste überhaupt nicht. Genauso wie Epizentrum. Das ist so eine reuige Müllkarte. Dann hätte ich lieber persönlich Caps lieber. Aber wenn ich hier weiß, wenn nicht, wo du wirklich lang fangen sollst. Also eigentlich wird das mit, weil die Zerstörer müssen in Cap fahren, ja. Dann würde ich erstmal ausdrucken fahren. Lepanto ist nett und schön mit 7 AP. Aber da hätte ich lieber die Athena lieber Schlachtschiff, lieber HE gegeben. Okay, 7 AP kann auch richtig Schaden drücken. Also ich bin nicht so wie kein Freund davon, die Athena Schlachtschiffe. Jeder sagt was anderes. Mal so sagt jeder hat ihre eigene persönliche Meinung. Naja, aber wie gesagt, Siegfried immer noch der. Mal gucken, Siegfried, ich glaube Siegfried, Egil, boah, ich glaube, Egil hat persönlich besser Geschütze, weil da machst du keine Overpants. Da kannst du einen kompletten Krauze rausnehmen. Bei Siegfried könntest du wahrscheinlich Overpants machen, weil du 380 mm Geschütze hast. Aber dafür kannst du die Schlachtschiffe richtig gut in Schaden randrücken. Ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, ich bin mit Siegfried eigentlich sehr positiv. Mal gucken. Da haben wir schon mal die feindliche Lepanto schon mal. Schießen will ich noch nicht. Ich will mich doch nicht meine Position nicht nur nicht verraten. Das glaube ich das Sinnvollste. Sollen die Schlachtschiffe rumballern und die Kreuzer aus der zweiten Reihe. Da haben wir schon mal die Sumo. Zoom ist relativ flott und sei schon auf der Breitseite. Guten Tag, Izumo. Hast du schon Siegfried-Granaten schon mal mitgenommen? Boah. What? Boah. Okay, das hätte ich nicht erwartet. War klar. Da trifft mich ein hinterer Teil und tut mich abfacken. War klar. Und das können komischerweise Japaner, die können abfacken ohne Ende. Auch in Regil. Okay, das wird schon ein bisschen tricky. Ach, falsche Taste. Mal keinen Schrott anschmeißen, wir sehen wohl schon mal. Bisschen Winge vorhalten. What? Na gut, das. Gil. Kann ich mir lieber an der Insel rum? Ja, Izumo. Schieß mal ruhig deinen komischen AE-Crap. Geh früh rückwärts. Ja.
Er geht auf die Alaska, okay, dann müssen wir beide auf die Dings gehen. War 2T. Trotzdem getroffen, nice. Ich kann jetzt nicht weiter vorfahren wie ein Jägil. Weil ich kann mich, wenn ich weiter zu weit nach vorne fahre, kann sein, dass er ihn beschießen tut. So, der ist mal schon offen. Schlachtschiffe sind schon mal. Boah. Ich muss langsam weiterfahren. Na? What? Dann war es nicht schwer. Ja, okay, der geht wieder unsichtbar. Alaska, vor dir! Komm dir, Didi! Ich hab's halt noch nicht abgeworfen, aber mein. Ich hoffe, Alaska, du hast dich gleich Hydro angeschmissen. Zerstörer rausnehmen. Okay. So great. Die will mit der mich mit dem Pfeil praktisch den runterfackeln. Ey, ich jetzt. Ich frage mich echt heiß, wie die Leute schaffen, meine Typen rauszuschießen. Das ist so unfassbar. Ich schieße auch permanent auf die blöde Tür, da bist du meistens gar nichts. Das Problem ist die Summe, also ist an unserem Nacken. Unsere Summe spielt gut auf Range. Sein Jungs, echt. Sein Bruch, shit. Also unsere Didis pushen, das ist schon mal ganz gut. Ah, das sind typische Kartenrad-Glitcher-Mülldinger. Unsere Karriere in den Jägi rausjudel. War schön. War schön, nice. Also mal die Kagiro tue ich gleich hier schön fett loben. Ja, die Azuma, Lepanto. So, jetzt kommen hier mal die Azuma. Wir etwas noch voller. Ich glaube, ich muss gleich mal die Tastenbelegung mal ändern bei mir. Ja, gar nicht. Ich frage mich, warum ich sagen, warum der am Kartenrand rumglitschen muss. Und down! Kriegen sie am Karten rumgeglitschen, Junge. Zack. Sie viel regelt hier. Ja, schade, Doppelschlag kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Also Doppelschlag kriege ich nicht hinkriege, aber den Pato-Stück tue ich jetzt weg, Jude. Ja, ich glaube. Boah, das ist schon geklappt. Nein, nur eine Kugel trifft. Eine verdammte Kugel. Lad nach! Und komm! Oh.
Echt jetzt? Drei Abpraller. Ach, come on. Das ist bitter. Was? Vielleicht hat der Panda noch Großkaliber gemacht. Also Musashi was halbiert, okay. So. Jetzt schon mal Umline auf High. Okay, ich hätte jetzt hätte ich hier Ladeexperte und Co. Was kommt mit Eis nach und nach. Api brauche ich jetzt nicht mehr schießen. Das ist der Weg ist zu doof. Weg ist du, Alter, ich meine, das ist Winkel. Das ist also ein Winkel. Okay. Ich hab gar nicht Kagiro, glaube ich, den Kill gerade abgejuxt. So. Nächster Stern. Schön. Schön, der Zuma rausgenommen. Ich weiß auch nicht, warum der Zuma da im Kartenhandel rumgefahren ist. Der hätte dann eigentlich schon umdrehen müssen. So, ich will mal unser Laska, würde ich mal loben. Der hat echt gut mit ihm gearbeitet. Kagiro. Da kommen die, ich guck mal hier. Mist, hab ich leider kaum registriert. Gleich, vernichtet den Schlag und er ist das Blut in einer Rundung. Fletcher natürlich oben. Genau, der hat glaube ich die Missy rausgenommen und unser Kagiro. Nett. Nett, nett. So, nächsten Container. Na komm, ich versuche mal mein Glück. Schade. Schade, schade. Mal gucken. Aber wir können mal gucken, wie es nächste Runde wird. So, wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, natürlich noch da oben. Und wenn ihr noch eigentlich mal Fragen mit dem Siegfried, schreibt ruhig einen Kommentar. Da kann ich euch auch mal das nächste Video. Bei der gewetteten Gefechte drauf auch bis drauf eingehen, wo bei Egil und bei Siegfried oder allgemein, wo da bei den Siegfried, wo da wirklich die Stärken und Schwächen sind. Wenn ihr persönlich Fragen habt zu den Siegfried, schreibt ruhig einen Kommentar und das nächste Video will ich halt auch drauf eingehen und noch ein bisschen erklären. Oder wenn ihr bis das nächste Mal, wir sagen, haut rein und wenn es, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben.